Im Jubiläumsjahr der Stadt Leipzig steht ein weiterer Geburtstag an. Neben Nikolaikirche, Universitätsmedizin, Messe und natürlich der Stadt ist dieser Jubilar allerdings fast noch ein Teenager. Gerade einmal 100 Jahre wird der Leipziger Hauptbahnhof 2015 alt. Seine fast 300 Meter lange Sandsteinfassade prägt das Stadtbild entscheidend und durch seine Türen gehen Tag für Tag hunderte Reisende. Mit der Eröffnung am 4. Dezember 1915 begann seine wechselvolle Geschichte. Allein schon der Bau des Bahnhofs war wegen des sumpfigen Untergrunds ein Meisterstück der Architekten. Eine dieser Pionierleistungen des Hauptbahnhofs besteht ja darin, ist von der Bautechnik her, dass man hier Verfahren gewählt und gefunden hat und erstmals angewandt hat, dass man sehr tiefe Betonpfähle, also teilweise bis zu 12 Meter tief eingebracht hat, Hunderte von Pfählen, und auf diesen Pfählen ruht die Konstruktion. Und hält bis heute. Überhaupt hat sich der Leipziger Hauptbahnhof im vergangenen Jahrhundert rein äußerlich kaum verändert. Innen jedoch wurde fast immer gebaut und der Eisenbahnbetrieb an die sich verändernden Bedingungen angepasst. Eines war und ist der Hauptbahnhof jedoch immer einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in Deutschland. Der Leipziger Hauptbahnhof ist der am häufigsten frequentiert oder einer der häufigsten frequentierten Bahnhöfe in Deutschland. Und ist neben dem Berliner Hauptbahnhof der größte Eisenbahnknoten in Ostdeutschland mit zahlreichen Nah- und Fernverkehrsverbindungen. Wir haben täglich 70.000 Reisende und die haben natürlich viele Fragen, die haben viele Themen, die an unsere Mitarbeiter herangetragen werden und die müssen täglich gelöst werden. Und das ist die Aufgabe von Station und Service, des Bahnhofsmanagement. Also es ist spannend und jeden Tag eine neue Herausforderung. Lässt man die Geschichte des Leipziger Hauptbahnhofs Revue passieren, stößt man auch auf einige Kuriositäten. So war er in seinen Anfangszeiten aufgeteilt zwischen preußischer und sächsischer Staatsbahn. Gleis 1 bis 13 betrieben die Preußen, Gleis 14 bis 26 die Sachsen. Daher auch die Symmetrie des Bahnhofsgebäudes. Sowieso ist der Bahnhof eine echte Schönheit, nicht nur von außen. Auch innen beeindruckt die imposante Architektur mit ihren großen Stahlbögen, die die Bahnsteige überspannen, und den Fenstern, die viel Tageslicht hereinlassen. Die heutigen Ladengeschäfte auf dem Querbahnsteig sehen mit ihrer Holztäfelung, den Reliefs und den Leuchtern aus, wie aus der Zeit gefallen. Doch fehlende Investitionen hinterließen auch hier ihre Spuren. Nach dem Zusammenbruch der DDR und der Wiedervereinigung musste einiges investiert werden, um den Bahnhof zu dem modernen Schmuckstück zu machen, der er heute ist. Dabei entstanden auch die Promenaden, denen die Leipziger am Anfang recht skeptisch gegenüberstanden. Es war die einzige Möglichkeit, den Bahnhof zu retten, vor allen Dingen in seiner Größe zu retten. Also wenn jetzt einer Deutschen Reichsbahn in den ersten Jahren der Einheit oder einer Deutschen Bahn in den ersten Jahren ihres Bestehens das übertragen worden wäre, saniert doch mal den Leipziger Hauptbahnhof, da wären alle überfordert gewesen. Und die Entscheidung, ja, dann macht es eben privates Kapital, was den vorderen Teil angeht, die ist richtig gewesen. Zweifel gibt es heute keine mehr. Das Konzept funktioniert und die Leipziger sind stolz auf ihre Einkaufsmeile mit Bahnanschluss. Deutsche Bahn und Center Management arbeiten eng zusammen, um den täglichen Besucheransturm von Reisenden und Shoppinggästen zu bewältigen. Der Bahnhofsbetrieb an der Stelle stellt uns natürlich immer wieder vor Voraussetzungen, die tagtäglich sich ändern. Somit haben wir hier einen großen Partner, die Deutsche Bahn, mit denen wir gemeinsam die Geschicke des Bahnhofes leiten müssen. Das ist in anderen Shoppingcentern so an der Stelle vielleicht nicht der Fall. Und wir haben natürlich ein sehr hohes Besucheraufkommen mit fast 80.000 Leuten, die hier am Tag durch unser Gebäude gehen und uns immer wieder natürlich auch mit ihren Fragen, mit ihren Bedürfnissen immer vor Herausforderungen stellen, die es zu lösen gilt. Man hat das ja wirklich nicht so oft, dass so ein großes Einkaufszentrum jetzt mit dem Bahnhof verbunden ist. Und das ist natürlich hier das Besondere in Leipzig, dass man eine Aufenthaltsqualität hat, dass die Leute nicht nur zu uns kommen, um mit der Bahn zu fahren, sondern das einfach mit ihrem Einkauf auch hier verbinden. Zum 100. machen die Promenaden dem Hauptbahnhof daher auch ein besonderes Geschenk. Die Halle, die wir jetzt im Hintergrund sehen, wird komplett neu illuminiert und auch dauerhaft und wird so in Szene gesetzt, dass die Historie noch besser zum Tragen kommt. Bund, Land, Kommune und Deutsche Bahn investieren weiter in die Zukunft des Leipziger Hauptbahnhofs. 2013 ging der Citytunnel ans Netz und im Dezember wird die neue ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Erfurt in Betrieb genommen. Und obwohl heute vieles automatisch läuft, kommen die Zugansagen nach wie vor von echten Menschen. Wer sich für die Geschichte des Leipziger Hauptbahnhofs interessiert, der kann sie ausführlich im Buch von Helge-Heinz Heinker, Leipzig Hauptbahnhof, nachlesen. Und das gibt's natürlich auch im Hauptbahnhof.